Die Bibel. Für Kinder. Jesus besucht Zachäus. Wieder mal zog Jesus mit seinen Jüngern von Jerusalem nach Jericho hinab. Sie gingen durch die Stadt und eine große Menschenmenge begleitete sie. Alle wollten Jesus sehen und seine Worte hören. Manche hofften, dass er sie von ihren Krankheiten heilen würde. In Jericho lebt ein Mann, der Zachäus hieß. Er war ziemlich klein, deshalb war es ihm wichtig, in seinem Beruf erfolgreich zu sein. Er hatte es bis zum Oberzöllner gebracht und so konnte er trotz seiner kleinen Größe auf seine Angestellten herunterschauen. Und weil er von den Leuten immer mehr Zoll verlangte, als sie eigentlich zahlen mussten, war er sehr reich geworden. Als nun die Leute, die an seinem Zollhaus vorbeikamen, einander zuriefen, dass Jesus in der Stadt sei, wollte er ihn mit eigenen Augen sehen. Doch die Menschenmenge auf der Straße versperrte ihm die Sicht. Zachäus war zu klein, um über die Köpfe der anderen hinwegzublicken. Da hatte er eine Idee. Er stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, der eine dichte Blätterkrone hatte. So konnte er sich im Baum verstecken und von dort Jesus beobachten. Gespannt wartete er. Als Jesus kam, ging er direkt auf den Baum zu. Obwohl die Blätter Zachäus verdeckten, hatte Jesus ihn sofort entdeckt. Vor dem Maulbeerfeigenbaum blieb er stehen und blickte hinauf zu Zachäus. Dann sagte er: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich will heute in deinem Haus zu Gaste sein. Zachäus wunderte sich, dass Jesus seinen Namen kannte. Und noch mehr staunte er darüber, dass Jesus, der von allen als Prophet angesehen wurde, bei ihm zu Gast sein wollte. Die frommen Juden hatten ihn doch immer gemieden und als Sünder beschimpft. Zachäus merkte, dass die Leute schlecht über ihn und Jesus redeten. Da wandte er sich zu Jesus und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem zu viel Zoll verlangt habe, werde ich es ihm vierfach zurückzahlen. Zachäus freute sich so über das Vertrauen, das Jesus ihm gesetzt hatte, dass ihm sein Reichtum auf einmal nichts mehr bedeutete. Und all die Frommen, die ihn vorher verurteilt hatten, schämten sich. Jesus aber sagte zu Zachäus: Heute ist deinem Haus Heil geschenkt worden, denn von heute an gehörst auch du zu Gott. Um Menschen wie dich zu retten, bin ich gekommen. Und alle Gäste im Haus freuten sich über Jesu Worte.